zurück. Nach einem ja sehr lebendigen ersten Panel freue ich mich jetzt auch schon auf das zweite Panel hier bei Radkomm TV im Bürgerzentrum Ehrenfeld zum Oberthema Hallo Fahrrad. Und das zweite Panel wird jetzt fragen, welche Impulse denn das Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz FANAG, wie wir es eben im ersten Panel gelernt haben, für die bundesweite Verkehrswende gegeben kann. Also welche Impulse sendet Nordrhein-Westfalen auch an den Bund? Dafür begrüße ich Rebecca Peters. Sie ist Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC, Verkehrsgeografin, und hat sich hier als Verkehrsgeografin auf nachhaltige Stadtentwicklung spezialisiert. Also vielen Dank, dass Sie da sind, und ich freue mich auf eine spannende Diskussion zu den Themen. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen, Ruth Hammerbacher, Co-Vorständin von Fuß e.V., des Fachverbands Fußverkehr in Deutschland. Sie sind Soziologin, Kommunikationsberaterin, auch ehemalige Politikerin. Das heißt, Sie wissen auch, wie es schwer ist, manchmal fällt, zu Entscheidungen zu kommen. Sie saßen unter anderem für die Grünen als Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag. Schön, dass Sie heute hier sind. Dann haben Sie es ja doch rausgekriegt. Ich hatte es extra nicht ins Profil geschrieben. Es ist schon etwas länger her, aber für den Hintergrund ist das vielleicht gar nicht so schlecht zu wissen. Und Sonja Thiele, schön, dass Sie da sind von Radkomm. Aktuell organisieren Sie, wie ich gehört habe, zusammen mit MitstreiterInnen den Radentscheid in Bonn. Also sind da auch noch mal ganz stark im Thema drin auf kommunaler Ebene. Schön, dass Sie jetzt hier mit auf dem Panel sitzen. Vielen Dank. Frau Thiele, bleiben wir mal kurz bei Ihnen. Deutschlandweit werden Radentscheide, wir hatten es gerade, ja ins Leben gerufen. Diese Volksentscheide sind ja dann tatsächlich letztlich auch bindend für die Kommunen, wenn die geforderte Mindestzahl an UnterstützerInnen zusammenkommen. Wird das deutschlandweit den Radverkehr voranbringen? Ich habe mal auf so eine Karte geguckt. Es gibt ja, ich glaube, 50 jetzt so etwa deutschlandweit. Ist da noch Luft nach oben? Und was wird jetzt so in den nächsten Jahren vielleicht auch die Veränderung deutschlandweit geguckt mehr voranbringen? So ein Fahrradgesetz in Nordrhein-Westfalen oder die Radentscheide? Ja, das ist eine ganz schön tricky Frage, aber ja, gut für den Einstieg, und da kann man natürlich trefflich drüber diskutieren. Also das ist natürlich so, wie Sie gesagt haben, es gab zuerst den Volksentscheid Fahrrad in Berlin, der quasi so die Mutter, der Vater aller Radentscheide war, und mittlerweile gibt es 50, und ich gehe davon aus, dass noch kräftig Luft nach oben ist, dass wir vielleicht in einigen Jahren nochmal 50 Radentscheide in weiteren Kommunen oder auch auf Kreisebene haben werden. Und wir bei Radkomm, wir gehen sehr stark davon aus, dass auch die Volksinitiative Aufbruch Fahrrad eine Signalwirkung hat über unser Bundesland hinaus. Das wird gehört worden sein, sowohl auf Bundesebene als auch in allen Städten und Gemeinden in Deutschland. Und ja, wir denken, dass das ein ganz starkes, unterstützendes Signal ist, auch für PolitikerInnen auf allen drei föderalen Ebenen, im Bund, auf den Länderebenen und in den Gemeinden. Und es zeigt einfach, dass der Wunsch bei den Menschen in Deutschland nach einer nachhaltigeren Mobilität, nach mehr Radverkehr und natürlich auch noch mehr Fußverkehr, also nach allen Formen von nachhaltiger Mobilität, sehr, sehr groß ist. Also dieser Volksinitiative war quasi ein Unterstützungsprogramm für die Politik, und es zeigt den großen Wunsch nach einem Thema. Und dieser Wunsch, der wird nicht einfach so wieder verschwinden. Also da gibt es noch ganz viel Luft nach oben, und ich bin gespannt, wo sich die nächsten Rad- und Fußentscheider auch formieren werden. Frau Peters, jetzt sind Sie seit November Bundesvorsitzende des ADFC. Sie haben sich in Interviews auch schon häufig verkehrspolitisch geäußert. Wie würden Sie das einschätzen? Im ADFC engagieren sich natürlich Menschen, die diesem Thema auch angetan sind, aber gesamtgesellschaftlich. Wo wird es große Impulse noch brauchen, und wo setzt möglicherweise das Fahrradgesetz aus Nordrhein-Westfalen schon einen großen Impuls? Ich denke, wir brauchen mehr Impulse, je höher wir so in den Hierarchien gehen. Ich glaube, in ganz vielen Kommunen merkt man, es bewegt sich was, oder man möchte, dass sich etwas bewegt, und man stößt einfach immer an die Grenzen der nächsthöheren Ebene. Die Kommunen stoßen an die Grenzen der Landesgesetze, die Länder stoßen an die Grenzen der Bundesgesetze. Und das bedeutet halt eben, dass wir wirklich auch auf allen Ebenen sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Auf der kommunalen Ebene sind das beispielsweise Radentscheide,
Volksinitiativen jeder Art, wo sich zivilgesellschaftlich unglaublich viel bewegt und wo sehr, sehr viel Mut und sehr viel Wandel angestoßen wird. Aber auch dem sind natürlich irgendwo Grenzen gesetzt. Und diese Grenzen kann man nur aufbrechen oder man kann sie nur überwinden, indem eben Neues geschaffen wird, wie jetzt zum Beispiel ein Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz, das wieder neue Chancen eröffnet, das den Kommunen eventuell auch Handlungsspielräume gibt. Aber auch da gibt es natürlich dann wieder den Punkt, was macht die Bundesgesetzgebung? Und da hängt unglaublich viel von ab. Und ich glaube, das ist letzten Endes auch die Ebene, die einen immens starken Hebel hat, den wir betätigen können und den wir betätigen müssen. Und das auf Bundesebene, wenn es um Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung und alle Regelwerke, die da irgendwie mit zugehören und sich darauf beziehen, die müssen angegangen werden, denn nur dann kann es in den Kommunen auch wirklich zu einem Wandel kommen, denn die können auch nur machen, was letzten Endes erlaubt ist, was sie dürfen. Das heißt auch, das Fahrrad braucht noch eine stärkere politische Lobby? Ja, definitiv. Also wir tun, was wir können, aber irgendwo sind uns natürlich auch Grenzen gesetzt. Und deswegen ist es wahnsinnig wertvoll, dass wir mit unseren über 200.000 Mitgliedern, die über 50 Radentscheide, die sich auch alle zusammenschließen, diverse andere Vereine, die sich für nachhaltige Mobilität einsetzen, da langsam ihre Stimme finden und auch mit einer gemeinsamen Stimme sprechen und wirklich auch dieser sehr, sehr starken und sehr dominanten Autolobby wirklich was entgegensetzen und sagen, wir sind auch hier am Tisch und wir möchten auch mitreden und wir möchten bitte auch gehört und gesehen werden und haben Forderungen und wir möchten, dass unsere Forderungen genauso ins System überführt werden, wie der Autoverkehr es jahrelang wurde. Frau Hammerbacher, merken Sie da Veränderungen, dass die Fußlobby, sage ich mal, ernster genommen wird in der vergangenen Zeit? Also wir haben schon den Eindruck, dass das Thema Fußgehen, Fußverkehr ist etwas, da müsste man nochmal genauer drüber sprechen, dass das Thema des Zu-Fuß-Gehens zunehmend wahrgenommen wird. Und es ist auch ein eigenes Thema. Es ist ja kein Zufall, dass hier zwar das Gesetz in Nordrhein-Westfalen Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz genannt wird, aber eben das Thema Fuß nicht im Titel zumindest erscheint. Das heißt, da ist auch ein weiter Weg noch zu gehen, was diese öffentliche Wahrnehmung angeht. Und es ist auch bisher so, es gibt ja vereinzelt diese Fuß- und Radentscheide, also in der Kombination, da haben sich die beiden Szenen bereits gefunden vor Ort und arbeiten zusammen, was ich auch für sehr begrüßenswert halte. Aber es ist noch nicht das Normale, das muss man auch sagen. Und das gemeinsame Interesse, was ja für die Förderung des Fuß- wie des Fahrradverkehrs gelten muss, übrigens auch für den öffentlichen Verkehr, der für uns als Fußgehende ein ganz, ganz wichtiger weiterer Baustein ist im Umweltverbund, ist ja letztlich, dass wir den Bereich der Fahrbahn, der jetzt eben durch individuelle Kraftfahrzeuge übermäßig belegt ist, muss man sagen, dass man den zumindest teilweise umwidmen kann in den Bereich, der eben dann für die Fußgehenden, die Radfahrenden und auch den öffentlichen Verkehr besser genutzt werden könnte. Vielleicht mal, weil wir jetzt tatsächlich ja auch eine Stunde lang sehr stark über das Fahrrad geredet haben. Wo sehen Sie denn da die Punkte, wo das Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz auch den Fußgänger voranbringt in seiner Sicherheit, in der Infrastruktur? Also ich habe gelernt, dass Radkommen sich hier in Nordrhein-Westfalen stark dafür eingesetzt hat, dass der Abschnitt Fußverkehr noch vor dem Abschnitt zum Radverkehr kommt. Das finde ich erstmal eine außerordentlich freundliche Geste, dass das so gelaufen ist. Ansonsten, Sie hatten ja auch diese Frage schon formuliert, welche Impulse gibt das Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz für die bundesweite Verkehrswende oder Mobilitätswende? Also aus Fußverkehrssicht muss ich sagen, wäre es schon bald wieder überarbeitungsbedürftig. Es soll ja 2027 auch evaluiert werden, das Gesetz. Und ich glaube, dass das sicher auch ein Schwerpunktthema sein müsste. Was man ja sehen kann, relativ einfach, wenn man das Gesetz sich einmal anschaut, ist, dass zum Beispiel die Differenziertheit, also der Regelungen, die man für den Fußverkehr sich vorstellen kann, also weit hinter dem zurückbleibt für den Fahrradverkehr. Also ich gratuliere Ihnen da auch zu diesem Erfolg. Das ist wirklich ein ganz toller... Was bräuchte es denn? Vielleicht mal konkret für diejenigen, die jetzt sich nicht selbst als Fußgänger, Fußgängerin bezeichnen würden. Vielleicht mal der Weg zum Bäcker. Aber sonst, was bräuchte es?
Also erstmal muss ich jetzt mal Ihr Bild von Fußgehenden korrigieren. Also hier ist ja vorhin schon gesagt worden, man strebt 25% Anteil am Model Split für den Fahrradverkehr an. Also wenn wir auf die ganz kurzen Distanzen gehen, beim Fußverkehr bis 1 Kilometer, haben wir jetzt schon 63%. Und wenn Sie auf die Schweiz schauen, die anders zählt und auch mehr für den Fußverkehr tut, dann sind wir bei 83%. Die 25% erreichen wir relativ locker bei 2 und auch noch bis zu 3 Kilometern. Also da ist sehr viel Potenzial drin. Nur, dass das nicht immer so klingt, als sei der Fußverkehr sozusagen gar kein Verkehrsträger. Es werden wirklich erhebliche Strecken auch mit dem Fußverkehr zurückgelegt. Und so, jetzt habe ich aber selber einen Exkurs gemacht und Ihre Frage vergessen. Das macht nichts. Wo müsste denn ein Gesetz ansetzen oder was müsste das ein Gesetz ausformulieren, damit Fußgehende auch in weiteren Strecken gefördert werden? Ja, ich glaube, wir sind da nicht ganz so ehrgeizig, wie das vorhin die Beispiele mit den 80-Kilometer-Strecken angeführt wurden. Also der Fußverkehr, ist dann schon Wandern? Das ist schon längeres Wandern, also aufgerüstetes Wandern, würde ich sagen. Also der Fußverkehr spielt sich schon ganz wesentlich im Bereich bis maximal 5 Kilometer ab. Das muss man realistisch sehen. Also echte Nahmobilität. Und was wir in diesem Bereich brauchen, sind einmal auch zusammenhängende Fußwegenetze mit einer sehr guten Aufenthaltsqualität, also auch mit einer gewissen Infrastruktur. Da geht es um die Gehwegbreiten, da geht es darum, dass auch Verweilmöglichkeiten sind. Da geht es gerade für die sehr, sehr vielen älteren Menschen in unserem Land. Wir haben 18 Millionen über 65-Jährige inzwischen. Geht es darum, dass auch Hygieneeinrichtungen da sind. Es geht darum, dass diese Netze auch ausgewiesen sind, dass man weiß, wie kommt man wohin, wie weit ist es und so weiter. Gibt es teilweise schon in touristischen Zentren. Also das sind Dinge, die sehr wichtig sind, um die Attraktivität und die Akzeptanz und dann auch den Anteil des Fußverkehrs eben weiter zu steigern. Und das sind Dinge, die letztlich in den Kommunen laufen müssen. Also was ein Land da tun kann, was der Bund tun könnte, wenn er in diesem Bereich mehr machen will, das soll ja eine nationale Fußverkehrsstrategie entwickelt werden, ist natürlich mit Fördermaßnahmen, mit Anreizmaßnahmen auch unterstützen. Ja, vielleicht werden wir mal konkret. Also, Sie sagten eben so schön, man stößt immer an die nächsthöhere Ebene. Sagen wir mal, wir stoßen auf die Landesebene. Da hat das Fahrradgesetz und Nahmobilitätsgesetz jetzt ja schon ein bisschen was vorgelegt. Stoßen Sie da dann noch an Grenzen? Zeigen Sie die auf? Und dann vielleicht, wo ist es dann, wo dann auch der Bund sich bewegen müsste? Und wo kann da vielleicht auch jetzt der Schub aus Nordrhein-Westfalen kommen? Weil es ja möglich und denkbar ist, dass jetzt aus Nordrhein-Westfalen auch politisch tatsächlich dann die Gespräche an den Bund herangetragen werden. Hört zu, wir machen hier und wir brauchen jetzt aber auch die größere Gesetzgebung. Aber wo ist das da konkret? Also an welchen Stellen hakt es? Nehmen wir, glaube ich, das ganz prominente und ganz konkrete Beispiel von Tempo 30 innerorts. Ich glaube, das ist so das, wo man es auch am besten dran festmachen kann. Das kann das Landesgesetz nicht regeln, weil es das Bundesgesetz regelt. Wenn das Land jetzt aber sagt, wir möchten das und wir merken, dass die Kommunen bei uns im Bundesland sich auch zusammentun und den ganz dringenden Wunsch haben, da mehr Entscheidungsfreiheit zu haben. Es geht gar nicht mal darum, dass der Bund das als Regel vorgibt. Das wäre natürlich so aus unserer Perspektive schon noch die schönste und schnellste Lösung. Aber der zweite Weg ist natürlich, dass Kommunen das selber entscheiden können und einfach viel mehr Freiräume bekommen. Das kann an vielen Stellen das Landesgesetz nicht. Das darf es einfach nicht. Wie zum Beispiel, wenn es eben um Regelgeschwindigkeiten geht. Das ist ein Punkt, den eben die Bundesgesetzgebung regeln muss. Wenn wir jetzt merken, es gibt unglaublich viel Bewegung von unten aus den Kommunen und es gibt natürlich auch den Druck und es gibt natürlich auch harsche Kritik an der einen oder anderen Stelle an dem Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz, weil es viele Sachen auch nicht regelt, weil es viele Dinge überhaupt nicht benennt, weil total unklar ist, wie Ziele erreicht werden sollen, weil der Weg zu bestimmten Zielen vollkommen unklar ist, wo jetzt ein sehr, sehr konkreter und ein sehr ambitionierter Aktionsplan anschließen muss. Und wenn wir aber da merken, wir kommen überhaupt nicht dahin, wo wir hin möchten, dann hat NRW als Vorreiterland, als erstes Flächenland mit einem solchen Gesetz natürlich einen ganz großen Hebel in der Hand, um wirklich Druck
zu machen, um in der Verkehrsministerkonferenz das Thema mitzubringen. Viele andere Bundesländer spüren dieses Thema genauso, bringen das aus ihren Kommunen genauso mit. Ich glaube, es sind mittlerweile 70 oder 80 Städte, die sich zusammengetan haben und dieses Tempolimit oder diese Entscheidungsfreiheit fordern, als ganz prominentes Beispiel. Also Länder haben da, glaube ich, sehr, sehr viel Einfluss und können total viel mitnehmen, weil sie eben viel näher an den Bedürfnissen der Kommunen dran sind, als der Bundes ist. Und gerade wenn ein Land wie NRW jetzt damit vorgeht und sagt, wir haben jetzt dieses Gesetz und wir sammeln jetzt auch Erfahrungen damit, speisen wir die sehr gerne ein, um auf Bundesebene dann vielleicht noch das ein oder andere rauszuholen, um es auf kommunaler Ebene wiederum noch besser zu machen. Also wir brauchen eine ganz enge Zusammenarbeit von diesen verschiedenen Ebenen, die sehr getrennt agieren, die aber viel stärker zusammenarbeiten müssen. Das ist ja auch Ihre Hoffnung. Ja, ganz genau. Und um das jetzt nochmal zu konkretisieren, also vielen Dank, Rebecca, dass du das Beispiel Tempo 30 angeführt hast, weil exakt das war es, was mir auch dazu eingefallen ist. Also in Nordrhein-Westfalen sind das beispielsweise die Städte Bonn und Aachen. Übrigens beides Städte, die einen Ratentscheid erfolgreich verabschiedet haben. Und diese Städte möchten gerne als sozusagen Verkehrsversuch Tempo 30 in der Stadt, bis auf wenige Ausnahmen, wo größere Straßen, wo auf größeren Straßen schneller gefahren werden könnte, möchten das gerne einführen, dürfen das aber im Moment nicht, weil es die Straßenverkehrsordnung nicht vorsieht, dass die Städte darüber selbst entscheiden können. Also immer wenn das Tempo für den Autoverkehr reduziert wird, dann bedeutet das eine höhere Sicherheit für die verletzlichen VerkehrsteilnehmerInnen und das sind eben Menschen, die zu Fuß gehen oder die mit dem Fahrrad fahren. Und das ist eben eine sehr gute Maßnahme, um sehr schnell auch dieses Ziel der Volksinitiative Vision Zero, also keine Getöteten mehr im Straßenverkehr, zu erreichen. Das würden Sie ja genauso unterschreiben, denke ich. Ja, und vielleicht noch ein bisschen weitergehen auch. Es ist ja so, dass Fußgehende beinahe noch einen höheren Blutzoll zahlen als die Fahrradfahrenden, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass, nein, das ist, also die Zahlen sind identisch, aber die Strecken sind eben kürzer, also relativ zu der Strecke leider noch einen höheren Blutzoll. Also deswegen, allein deshalb haben wir da schon ein sehr hohes Interesse an diesem Thema. Ich glaube, dass der Ansatz, der auf dem Deutschen Städtetag ja vertreten wird, wirklich zu sagen, wir brauchen die Flexibilität in den Kommunen, dass der schon auch der richtige ist, weil die kommunalen Verhältnisse natürlich auch sehr unterschiedlich sind. Also aus unserer Sicht als Fußverkehrslobbyisten sehen wir Tempo 30 auf jeden Fall als einen Fortschritt. Das ist gar keine Frage. Es gibt auch Untersuchungen darüber, dass die Bremswege werden kürzer. Also alles wird übersichtlicher und besser in der Aufenthaltsqualität auch. Aber wir brauchen eigentlich auch noch mehr. Wir brauchen Begegnungszonen, da wo viele Verkehre aufeinandertreffen. Das heißt, da muss man noch deutlich weiter runter mit den Geschwindigkeiten. Und wir brauchen vor allen Dingen das Stichwort Aufenthaltsqualität, kam ja vorhin schon. Und das ist vor allen Dingen für die Fußgehenden so ein zentraler Punkt, weil wir langsam sind und sozusagen auf der Straße leben, wenn man das so sagen will. Also wir brauchen auch in den wohnortnahen Bereichen, im wohnortnahen Umfeld, brauchen wir auch noch mehr echte Verkehrsberuhigung. Also es geht dann in Richtung Spielstraßen. Insofern geht es noch ein bisschen weiter als Tempo 30. Aber Tempo 30 ist sozusagen im Moment eine Chiffre dafür, dass es in diese Richtung gehen muss. Und das sehen wir natürlich ganz genauso. Mit dem ADFC ist ja auch da schon eine gemeinsame Presseerklärung ausgegeben worden. Nehmen wir das mal zum Beispiel. Das ist ja tatsächlich auch etwas, was man nicht nur aus Nordrhein-Westfalen hört, wo auch, glaube ich, Berlin immer wieder drüber diskutiert. Also jetzt haben wir hier Fuß e.V., ADFC und Radkom, die alle für Tempo 30 sind. Lässt sich da nicht eine schlagkräftigere politische Stimme draus formen? Braucht es vielleicht dafür nochmal eine Volksinitiative? Ehrlich gesagt glaube ich, dass fast noch wichtiger, ich will da dem großen ADFC jetzt nicht zu nahe treten, aber fast noch wichtiger als die Organisation, die Sie jetzt genannt haben, die Tatsache ist, dass der Deutsche Städtetag und insgesamt der Bereich der Städte und Gemeinden sich doch sehr, sehr eindeutig zu diesen Themen äußert. Und da wird politisch sensibel drauf geschaut, gerade beim Straßenverkehrsrecht, Straßenverkehrsordnung, Bundesratsangelegenheit. Das heißt, die Linie geht Kommune, Land, Bundesrat hinterher. Ich glaube schon, dass das seine Wirkung tun wird.
Also ich glaube, was wir vor allem auch brauchen, sind noch mehr PolitikerInnen, die sich für dieses Thema stark machen. Und da finde ich eben auch diese Bewegung der Basisdemokratie mit Fuß- und Ratentscheiden so sehr wichtig, weil es immer so eine unterstützende Wirkung hat. Also es ist eben der Charme dieser Fuß- und Ratentscheide, dass es nicht gegen ein bestimmtes Thema geht, sondern dass wir PolitikerInnen ermutigen möchten, das voranzutreiben, das auch mutig voranzutreiben und damit zu sehen, dass sich solche vermeintlich gefährlichen Mobilitätsthemen, weil man eben so schnell auf 180 ist, weil es so sehr laut diskutiert wird, ob jetzt dieser Parkplatz hier wegfallen kann, ob der umgewandelt werden kann, das sind alles so sehr emotionale Themen. Und da denken wir, wir setzen uns proaktiv für eine gute Sache ein, für mehr nachhaltige Mobilität. Und das kann eine ganz große Wirkung haben. Da könnte ja tatsächlich auch das Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz in Nordrhein-Westfalen eine gute Signalwirkung haben, weil es ja zeigt, es macht einen Minister damals noch, jetzt eine Ministerin, ja auch zu einer handelnden für ein zukunftsgerichtetes Thema, für ein Thema, wo, wie Sie sagen, fast jeder irgendwie zustimmen kann, dass Städte lebenswerter werden sollen, dass es mehr Fahrrad- und fußgängerfreundliche Mobilität geben soll. Also insofern, da nochmal ja, die Unterstützung. Wahrscheinlich könnte das Signal auch sein, an andere Politiker auch mehr Mut zu haben. Sehen Sie das? Dass es sowas vielleicht schon gibt? Ja, absolut. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, diese Emotionen, also Mobilität wird immer ein emotionales Thema bleiben, weil es uns alle betrifft in unserem Alltag, weil es ein Thema ist, dem wir immer mehr oder weniger bewusst begegnen. Es wird immer emotional bleiben, aber wir können uns das zu Nutzen machen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Schlüssel, da eine positive Kommunikation draus zu machen. Und dass dieses Thema Verkehrswende, Mobilitätswende auch raus aus einer linken ideologischen Ecke zu holen, zu sagen, es betrifft uns alle und was sind die Gewinne, die wir alle gemeinsam erzielen können und warum ist es ein Wohlfühlthema und warum sollte ich als Politikerin mich dafür einsetzen? Warum sollte das mein politisches Thema sein, mit dem ich in einen Wahlkampf gehe, auf welcher Ebene auch immer? Und das ist natürlich etwas, was das Land NRW jetzt zeigen kann, dass dieses Gesetz jetzt da ist, dass es mit Leben gefüllt wird, dass es umgesetzt wird und dass es auf eine positive Resonanz in der Bevölkerung trifft, weil die Menschen begeistert sind, weil sie einen Wandel spüren, den sie unterschrieben haben mit über 200.000 Unterschriften bei der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad, den sie gefordert haben. Es wird umgesetzt und es gibt diesen positiven Umbruch, weil die Mobilitätswende jetzt angegangen wird. Ich glaube, das ist ein immens wichtiges Zeichen, das wirklich umzudrehen mit einer positiven Kommunikation, mit schönen Emotionen, Radfahren zu einem Wohlfühlthema für PolitikerInnen auf allen Ebenen zu machen. Und dann bin ich da auch extrem zuversichtlich, dass wir sehr, sehr schnell überall auch wirklich vorankommen. Ja, und ich finde gerade dieses Thema der Kommunikation über die Mobilitätswende ist ein ganz, ganz wichtiges. Also dieses darüber sprechen, wie wollen wir unsere Städte gestalten, das verändert ja auch das Denken in den Köpfen. Und das fängt vielleicht dann bei dem einen oder der anderen damit an, dass man sich fragt, Moment mal, warum hört jetzt dieser Fahrradweg hier einfach auf? Warum ist er nach 200 Metern zu Ende? Ich muss dann auf die Fahrbahn fahren und jetzt kommt hier eine Kreuzung. Hier gibt es jetzt gar keinen Fahrradweg mehr. Hinter der Kreuzung geht er vielleicht irgendwie weiter, aber nur als gemeinsamer Rad- und Fußweg. Das ist doch irgendwie alles ein bisschen komisch. Dann geht es vielleicht weiter und man fragt sich, naja gut, warum sind denn überhaupt die Fahrradwege manchmal mit parkenden Autos belegt? Oder mein Kind muss sich auf dem Weg zur Schule an den Falschparkern vorbeischlängeln und endet im Elterntaxi-Chaos direkt vor dem Schultor. Und das eröffnet ganz neue Denkräume, damit überhaupt erst mal auffällt, die ganze Stadt ist voller Autos. Entweder sie fahren oder sie stehen, aber die ganze Stadt ist voller Autos und wir sind darauf konditioniert, erzogen, dass das normal ist. Aber irgendwann fällt einem auf, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dass das nicht normal ist, dass es auch anders gehen kann, dass wir den Platz auch anders nutzen können für eine gute Aufenthaltsqualität, für alternative Mobilitätsarten und vielleicht auch noch für ganz andere Zwecke zum Spielen, da um Städte zu begrünen, um Plätze zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen. Jetzt haben Sie...
Ich könnte da nochmal drauf einsteigen, also wenn Ihnen das recht ist. Also die Autos stehen ja vor allen Dingen rum, nicht? Das weiß man ja, 95% der Zeit steht ein Pkw herum. Und bedauerlicherweise kann das nicht irgendwo geschehen, sondern geschieht dann gerade in den Städten, wo der Platz ohnehin besonders eng ist und wir ihn eigentlich dringend brauchen, einfach als Lebensumwelt für uns, die wir da wohnen in den Städten und eben auch für umweltverträglichere Verkehrsformen. Also das ist ein Riesendrama. Gleichzeitig ist es so, also wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Optimismus gesprochen, so in unserem kleinen individuellen Vorgespräch. Und da habe ich erzählt, also ich habe vor 1979 die erste Fahrraddemonstration in Osnabrück organisiert und damals, ich habe kurz meine Rede wieder gefunden, die ich damals gehalten habe, da haben wir eigentlich schon das gefordert, was jetzt der ADFC auch auf seiner Webseite stehen hat, nicht ganz so ausgefeilt vielleicht. Und leider hat sich in den 40 Jahren die Zahl der PKWs bedauerlicherweise also überhaupt nicht verringert, sondern im Gegenteil, es ist voller geworden denn je. Und man sollte eins nicht unterschätzen, also dieser Begriff Mut, mutige PolitikerInnen ist eben gefallen. Also es ist tatsächlich so, gerade auch auf der kommunalen Ebene, wo man der WählerInnen ja dann auch ins Gesicht schaut, jeden Tag im Zweifelsfall, ist tatsächlich eine ganze Menge Mut nötig, um diese sehr, sehr lieb gewordenen Gegenstände in Frage zu stellen. Und das also Autos. Ja, vor allen Dingen auf den Parkplätzen. Ne? Also das ist nämlich das Hauptproblem, was den Platz vor allen Dingen blockiert. Und das ist auch wirklich keine einfache Frage. Also da hängen hinter dann auch soziale Gerechtigkeitsthemen dran. Dann hängt die Frage dran, wohin mit diesen Dingen, soweit die Menschen glauben, sie zu benötigen. Da hängt auch die Frage natürlich dran, also wie kommen wir zu einem dramatisch besseren öffentlichen Verkehrsangebot, weil ohne das wird es diese Umstiege nicht geben. Also auch ich wünsche mir da viel mehr und mutigere PolitikerInnen. Aber ich verstehe auch, dass das wirklich viel Mut braucht, um das politisch vor Ort anzugehen. Aber wenn sich zeigen sollte, dass in Nordrhein-Westfalen das nach und nach funktioniert, und wir haben es ja eben in dem ersten Panel auch gehört, dass die Gesellschaft, wenn es die Infrastruktur gibt, dann durchaus bereit ist, einen Schritt mitzugehen. Und vielleicht geht dann eine Familie von zwei Autos auf eins zurück. Das wäre ja schon mal ein Gewinn. Dann könnte das ja ausstrahlen in andere Bundesländer, weil man sieht, okay, wenn ein so motorisiert verkehrsgetriebenes Bundesland, Stauland Nummer 1, Nordrhein-Westfalen, da einen kleinen Schritt schafft, dann schafft es vielleicht ein anderes Bundesland auch. Ja, Sie machen da einen Möglichkeitsraum auf, von dem ich mir durchaus wünsche, dass er Wirklichkeit wird. Ich bin ein bisschen skeptisch, was die Zeiträume angeht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich wünsche es Ihnen und mir. Nun werden wir mal gucken, also das Thema Klima, was ja auch natürlich bisher noch nicht angesprochen wurde, aber dem Ganzen zugrunde liegt, warum auch die Dringlichkeit einer Mobilitätswende ja durchaus gegeben ist. Das wird ja, denke ich, in den nächsten Jahren auch politisch immer stärker noch diskutiert werden. Wir wollen jetzt ja 2030 so das Ziel schon aus der Braunkohle raus, dann wird es noch weiter darum gehen, welche erneuerbaren können da ausgebaut werden. Also dieses gesamte Thema wird ja sicherlich nur noch größer und nicht kleiner werden. Merken Sie, dass der ADFC da auch noch mal mehr Gehör findet, weil er Teil der Lösung sein kann? Ja, wir merken vor allem, dass sich auch unsere Arbeit sehr stark verändert hat und verändern musste mit dem Erstarken der Klimagerechtigkeitsbewegung. Das haben wir ganz stark gemerkt. Das hat einen unglaublichen Drive gegeben für die Mobilitätswende und die Forderungen und die Beschäftigung mit dem Thema, weil sie den Finger in die Wunde gelegt haben und sie haben ganz konkret gesagt, welche Sektoren liefern müssen. Und das sind insbesondere die Sektoren Energie und Verkehr. Und dadurch haben wir du hast es gerade eben gesagt, vor 40 Jahren, vor ziemlich genau 40 Jahren wurde der ADFC gegründet und wir haben diese Forderungen bis heute nahezu unverändert, weil sich wenig getan hat. Und jetzt hat sich innerhalb weniger Jahre extrem viel getan, weil die Zivilgesellschaft aufgestanden ist, weil Fridays for Future das Klimathema aufgemacht haben und das wahnsinnig schlau angestellt haben, vor allem eine kritische Masse generiert haben, Aufmerksamkeit generiert haben, was du auch schon sagtest, Aufmerksamkeit auf ein Thema legen. Und wir haben gemerkt, wie sehr sich unsere Arbeit verändert hat, dass wir auf einmal mit ganz anderen
Wir reden mit ganz anderen AkteurInnen, wir werden von ganz anderen Menschen angesprochen, wir werden anders wahrgenommen, wir werden gehört und ernst genommen, weil wir auch eine andere Argumentation haben und weil wir was ganz anderes mit in der Hand haben. Und wir adressieren zum Beispiel nicht mehr ausschließlich das Verkehrsministerium, weil wir gute Radwege haben möchten, sondern es geht eben auch ans Klimaministerium, ans Umweltministerium, es geht ans Justizministerium, weil wir gemerkt haben, dieses Thema kann so viel mehr. Es geht nicht nur darum, von A nach B zu kommen auf einem Radweg, sondern es ist ein ganz großes Thema, das gesellschaftlich unglaublich stark verstrickt ist, wo wir sehr, sehr viele Handlungsräume haben und wir müssen die alle bedienen, wenn wir das wirklich schaffen wollen. Wir üben noch. Es ist wirklich auch ein ganz neues Feld, aber es ist sehr viel Bewegung drin und das macht mich persönlich sehr optimistisch und sehr hoffnungsvoll, weil ich schon merke, dass sich jetzt in den letzten Jahren deutlich mehr bewegt hat als in den gesamten Jahrzehnten davor. Können Sie sich was vom ADAC abschauen? Ja, eher andersrum, oder? Der hat das ja jahrzehntelang sehr erfolgreich getan, ne? Ja, also wir kehren das jetzt um. Der ADAC darf dann demnächst bei uns lernen. Merken Sie das auch bei der Radcom, dass jetzt durch die Erfolge, durch Aufbruch Fahrrad und es wurde ja jetzt auch im Zuge der Verabschiedung des Gesetzes immer wieder gesagt, auch darauf nochmal zurückverwiesen, dass es quasi eine zivilgesellschaftliche Initiative war, die zu dem Gesetz geführt hat, dass es die meisten Unterschriften bekommen hat und dann die erste Initiative, die auch vom Landtag angenommen wurde. Merken Sie, dass Sie dadurch jetzt andere Zugangswege haben in die Entscheidungsgremien? Ja, also man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden. Wir sind ein Verein aus Köln und wir werden auch nicht auf Bundesebene aktiv werden. Wir sind auch zahlenmäßig von den Mitgliederzahlen her ein viel, viel kleinerer Verein und auch gar nicht darauf ausgelegt, jetzt zu wachsen. Aber wir möchten vielen Menschen durch unseren Aktivismus und unser Engagement ein Vorbild sein. Und ich denke, die Verkehrswende, so wichtig es ist, die auf einer hohen gesetzlichen Ebene auch zu begleiten und mit Möglichkeiten zu versehen, muss trotzdem auf einer lokalen Ebene umgesetzt werden. Und dort ist es wichtig, dass viele Menschen sich weiter engagieren und auf der lokalen Ebene sagen, ja, wo kann ich denn jetzt hier anfangen? Wo kann ich beispielsweise eine Schulstraße zu gewissen Zeiten, zum Beispiel zu den typischen Bring- und Abholzeiten, autofrei oder autoarm gestalten? Wo kann ich mich dafür einsetzen, dass Autoparkplätze umgewandelt werden in Stellplätze für Fahrräder und für Lastenfahrräder? Oder wo kann ich dafür mich einsetzen, dass eine Haltestelle im öffentlichen Nahverkehr barrierefrei eingerichtet wird? Und das sind ganz, ganz wichtige Themen, die auf der lokalen Ebene entschieden werden und die auch auf einer Bundes- oder Landesebene kaum adressiert werden können. Also da findet die Verkehrswende vor Ort statt. Und wir möchten die Menschen in Nordrhein-Westfalen, in allen anderen Bundesländern dazu inspirieren, genau das zu tun. Jetzt ist ja Radcom TV heute auch quasi bundesweit, ne? Also weltweit, von überall her. Kann man heute zuhören, zuschauen, wie denn die Mobilitätswende gelingen kann, möglicherweise vor allem auch hier in Nordrhein-Westfalen vorangebracht durch das Gesetz, aber eben auch zivilgesellschaftliches Engagement. Vielleicht mal nochmal auf die Länder geguckt in Deutschland, die Bundesländer. Sie haben ja verschiedene Landesverbände. Sehen Sie da oder gibt es da Nachfragen, wie das hier in Nordrhein-Westfalen läuft? Oder sehen Sie da, dass schon beobachtet wird? Es ist ja so etwas durchaus auch in Baden-Württemberg, Bayern vorstellbar. Ja, wir merken, dass nachgefragt wird, weil es auch woanders schon läuft. Und unsere Landesverbände natürlich ein großes Interesse daran haben, zu schauen, wie lief die Kampagne hier? Wie wurde das hinterher auch eben im Landtag begleitet? Wie wird es jetzt weiter begleitet? Was sind Kritikpunkte? Was sind aber auch irgendwie Punkte, die positiv hervorgehoben werden? Also an diesem Gesetz wird sich wirklich auch orientiert. Es ist erstmal ein Maßstab. Und zwar gar nicht werten, sondern es ist natürlich erstmal, da ist jetzt etwas, das man als Vergleichswert heranziehen kann. Es läuft aktuell ein großes Volksbegehren in Hessen mit einem eigenen Gesetz. Es läuft genauso
glaube ich, die Verhandlung für ein Gesetz in Brandenburg. Also es ist in der Mache und immer mehr Länder ziehen nach und unsere Landesverbände haben ein sehr großes Interesse daran, das wirklich auch auf Landesebene voranzutreiben und eben ihre Forderungen in eine Gesetzesform zu gießen, um etwas Festeres in der Hand zu haben, eine Handhabe für die Umsetzung zu haben. Und deswegen ist natürlich auch der Blick aus unseren Ländern jetzt gerade auch stark nach NRW gerichtet, um zu gucken, was habt ihr gemacht, wie begleitet ihr das Ganze, wie geht es jetzt weiter, wie läuft es, was können wir daraus lernen, und der Austausch wird natürlich auch weiter fortschreiten, der wird weiter bestehen und irgendwann kommen dann andere Länder mit ihren Gesetzen und dann können wir, glaube ich, auch mal daran messen, wie viel das FANAG jetzt wert ist. Ich bin extrem gespannt. Dann könnten ja andere Länder auch zeigen, dass sie die Fußgehenden stärker berücksichtigen. Also Berlin hat das ja schon gezeigt. Also ich weiß, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen sind und hier gilt wahrscheinlich immer noch wir in Nordrhein-Westfalen so ein bisschen und deswegen auch Ihre Fragen vielleicht. Aber es ist natürlich so, aus Fußverkehrssicht ist das Berliner Gesetz das Interessantere, auch wenn da natürlich wir auch klagen, dass das alles nicht umgesetzt wird und so weiter. Was machen die Berliner gut? Das kann ich Ihnen so genau nicht sagen. Da müssten Sie meinen Berliner Kollegen Roland Stimpel befragen. Der kann Ihnen das ganz genau erklären. Aber im Gesetz ist der Fußverkehr also deutlich differenzierter angesprochen und auch, auch als politisches Programm stärker hervorgehoben. Hier ist er ja schon, er ist hineingebracht worden. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Wir sehen das auch als einen Ansatzpunkt, aber er ist nicht wirklich ausgeführt. Baden-Württemberg hat schon seit längerer Zeit im Fußverkehrsbereich zumindest programmatisch sehr vieles, was getan wird. Da gibt es auch schon Zuständigkeiten im einschlägigen Landesministerium und so weiter. Also es tut sich, denke ich, auch in mehreren Ländern was. Mein eigenes Land, aus dem ich komme, Niedersachsen, wird sicher wieder relativ spät dran sein. Und das sind wir. Wir sind ja ein richtiger Flächenstaat mit wenig Kommunen, wenig größeren Zentren drin, das sind wir natürlich auch gewöhnt. Aber ich möchte gerne doch auch einen Punkt, ich will jetzt noch nicht sagen kritisch, weil man weiß ja noch gar nicht, wie die Praxis sein wird, aber mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Es ist ja vorhin von der Vertreterin der Straßenbehörde auf dieses Thema Vorrangplanung mehrfach hingewiesen worden. Und das ist auch sicher ein Punkt, der bei einem Landesgesetz, wenn es um Fahrradplanung geht, natürlich ein sehr, sehr naheliegendes Thema ist. Und es steht auch in einem Entwurf für den Aktionsplan eine Formulierung drin in die Richtung, dass da eine Bündelung von Zuständigkeiten erfolgen soll, also kommunale und Landeszuständigkeiten. Wenn ich das jetzt aus Fußverkehrssicht betrachte, dann gucke ich erstmal sehr vorsichtig da drauf, weil ich mich natürlich frage, natürlich müssen diese Trassen in die Kommunen hineingeführt werden. Dann sind wir in dem Bereich, in dem sozusagen dieser bis zu maximal 5 Kilometer normale Fußverkehr stattfindet. Und wenn hier eine Bündelung von Zuständigkeiten erfolgt und wenn das, sagen wir mal, in der Landeshand gebündelt wird, so klingt das alles für mich, in einer Behörde, die keinerlei Erfahrung mit dem Fußverkehr hat und außerdem beschleunigt werden soll, dann fragen wir uns natürlich, was heißt das dann für Interessen, Konflikte, die vielleicht da sind, für die Frage, wie dann dort, also wo die schnellen Trassen sind in den Kommunen, wie werden die Querungsmöglichkeiten für die Fußgehenden organisiert und so weiter. So wie ich das verstanden habe, ist da aber doch auch die Kommunikation, der Austausch mit den Kommunen ständig da. Also es ist, so habe ich das nicht verstanden, dass der Landesbetrieb das eigenverantwortlich für die Gemeinden macht. Aber die Kommunen sehen das bislang auch in vielen Fällen noch nicht, dieses Problem. Wenn der Radverkehr, was wir ihm ja gönnen, also er braucht das auch, wenn er schneller wird und größere Distanzen bequem überbrücken kann, dann heißt das auch, dass diese Trassen in den Kommunen schneller werden. Dann sind die für uns als Fußgehende, sind das wie Autotrassen. Ich merke, Sie haben ein bisschen Sorge, wenn ich das so rauskristallisiere, dass jetzt der Fokus auf das Fahrrad so stark gelegt wird, dass dann quasi der Fußverkehr, ich nenne es jetzt mal doch so, noch stärker zurückfällt? Also jedenfalls sind Konfliktsituationen denkbar. Und ich kann es jetzt nur für meine eigene Heimatstadt sagen, Osnabrück, wir haben in den Fußverkehr einen rückläufigen Anteil am Model Split. Das liegt sicher nicht nur an irgendwelchen Fahrradtrassen, die da gebaut worden sind, die auch alle noch nicht richtig fertig sind. Aber dieser eigentlich sehr positive Anteil des Fußverkehrs, den man noch ausbauen könnte, wie andere Länder zeigen, ist nicht selbstverständlich. Also wenn man da zusätzliche Probleme schafft,
Und das könnte zum Beispiel sein, wenn es zusätzliche Radfahrtrassen entstehen, ohne dass gleichzeitig anderswo auch Platz geschaffen wird, durch Reduzierung anderer Verkehrsformen, über die wir schon gesprochen haben, oder durch Reduzierung des übermäßigen Blockade von Raum durch parkende Fahrzeuge, dann könnte sich das auch negativ auswirken. Also das ist jetzt nur ein vorsichtiges Szenario. Ich verstehe, was Sie sagen. Das ist ja tatsächlich dann auch das längerfristige Ziel, dass nicht unbedingt neu versiegelt, neu gebaut wird, sondern umgewidmet wird. Und dann würde ja tatsächlich der Raum für Fußgehende bleiben oder möglicherweise ja sogar sich verschönern. Das ist das, was wir uns wünschen. Also vielleicht würden Sie ja auch profitieren durch den vorangehenden Radverkehr, weil Sie sagten es eben so schön, oder Wohlfühlpolitik oder Politik für Wohlfühlthemen dann ja möglicherweise doch auch Verbesserungen en passant sozusagen mit sich bringt. Du lieferst ja im Prinzip die Lösung für den potenziellen Konflikt direkt mit. Und vielleicht muss man das auch einfach hier mal genauso deutlich sagen. Neue Wege für den Radverkehr dürfen auf gar keinen Fall zu Kosten des Fußverkehrs gehen. Das muss man vielleicht auch einfach mal so klar sagen. Ich glaube, das ist uns hier zwar allen total klar im Raum, weil wir da auch gemeinsam an einem Strang ziehen und weil das für uns total klar ist in unserer Arbeit. Aber das darf auf gar keinen Fall passieren. Die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, der Radverkehr, der Fußverkehr, der ÖPNV, dürfen sich nicht gegenseitig kannibalisieren. Das darf nicht passieren. Die müssen ganz starke Synergien eingehen, die müssen eng miteinander verknüpft werden, miteinander gedacht. Deswegen bin ich tatsächlich auch optimistisch, was Planungsbündelung angeht, weil es eben dann gemeinsam gedacht wird, weil es nicht mehr in verschiedenen Ressorts irgendwie nebeneinander herläuft, sondern weil es gebündelt, gemeinsam gedacht und geplant wird. Und wenn wir darüber sprechen, dass neue Flächen geschaffen werden müssen, für welche Verkehrsart des Umweltverbundes auch immer, dann muss als erstes geprüft werden, wo nehme ich die Flächen vom Autoverkehr? Und das muss der erste Schritt sein, dass wir umverteilen, bevor wir neue Flächen versiegeln. So sollte es sein. Vielleicht machen wir es mal ganz konkret genau an Städten, wo Radentscheide auch, vielleicht ja sogar auch Fußgänger und Radentscheide, aber nehmen wir mal jetzt den großen Topf quasi Radentscheide, schon erfolgreich zu Ende gebracht wurden. Welche Veränderungen sind da dann auf den Weg gebracht oder werden jetzt auf den Weg gebracht, die möglicherweise für alle Nahmobilitäten von Vorteil sind? Ja, also ich möchte da ein Beispiel anfügen, was jetzt leider nicht aus Bonn kommt, sondern aus meiner Heimatkommune, in der ich wohne, in Bad Honnef. Und da gibt es eine Straße, die ist eine Einbahnstraße, eigentlich zweispurig befahrbar, aber die komplette rechte Seite ist über die ganze Straßenlänge hindurch zugeparkt mit Autos. Diese Straße führt zu einer Realschule, einem Gymnasium und einer Grundschule. Also man kann sich vorstellen, was da jeden Morgen an Bussen, an Kindern zu Fuß, Kindern mit dem Fahrrad und dann auch noch Eltern, die ihre Kinder bringen und Lehrern natürlich auch noch an Verkehrsteilnehmenden durchgeschleust werden muss und dass das alles nicht so ganz einfach ist. Und im Sommer letzten Jahres, da gab es einen Aktionszeitraum, in dem diese Straße für einen Tag lang vollständig von den parkenden Fahrzeugen befreit wurde. Und dort wurden so Parklets, nennt man das, aufgestellt. Das sind also aus Holz so Aufstellmöglichkeiten, so ungefähr in der Größe von 2-3 Euro Paletten, mit Sitzgelegenheiten, mit eingebauten Blumenkübeln. Und dort konnte man sich sehr bequem im öffentlichen Raum aufhalten. Diese Konstruktionen, Sitz- und Spielgelegenheiten haben dort die parkenden Autos ersetzt. Und das Schöne war dann, dass im Nachhinein diese Parklets auch noch für 6 weitere Wochen in der Straße stehen blieben. Es waren so 4 oder 5, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Die blieben dort stehen und ansonsten durfte auch wieder dort geparkt werden. Und ich bin dann da eines Abends mal lang gefahren im Sommer und es war so toll. Man kann sich das vorstellen, ansonsten ist diese Straße eben nur eine Straße mit parkenden Autos und dann saßen da Menschen mit einem Glas Wein auf der Straße vor ihren Häusern.
Und da habe ich gedacht, die hätten sich ja niemals dahin gesetzt, wenn da alles voller Autos gewesen wäre. Wer holt schon irgendwie den Liegestuhl aus der Wohnung und setzt sich dahin mit einem Glas Wein, wenn links und rechts Autos parken? Ist ja auch dann gar kein Platz dafür da. Also ganz klar, dass es ja nur von Vorteil sein kann, wenn PolitikerInnen so etwas unterstützen. Aber ist das dann auch etwas, was vielleicht auf dieser kleinen Ebene, kommunalen Ebene, Signalwirkung haben kann? Also Sie erzählen das jetzt hier und weltweit hören die Menschen zu, sage ich mal. Aber tatsächlich, wenn das dann funktioniert, macht das vielleicht Schule im Kreis oder im Land und so weiter. Und kann es so dann auch vorangehen? Ja, also aus Bonn wird... Oder geht das zu langsam dann voran? Das vielleicht noch hinten an. Ja, das ist eine gute Frage. Also aus Bonn wird da sehr genau drauf geguckt, was so die anderen Kommunen rund um Bonn herum unternehmen. Und ich sag mal so, das ist natürlich auch so ein Learning für die Menschen in den Kommunen, die dann diese Erfahrungen machen. Okay, jetzt sind hier ein paar weniger Parkplätze, aber hey, wie cool ich das nutzen kann. Das ist ja fantastisch. Gleichzeitig natürlich, ja, das ist ein ziemlich langsamer Weg, wenn man nur darauf setzt, dass durch das individuelle Beispiel, durch das Lernen in der eigenen Straße die Verkehrswende vorangeht, dann wird das nicht ausreichen. Also wir müssen da auf allen Ebenen weiter aktiv werden und das betrifft sowohl eine legislative Ebene als auch Ratentscheidbewegungen, PolitikerInnen, die von sich aus dieses Thema besetzen und für sich neu definieren. Ja. Das ist für mich auch nicht vordringen, wenn ich nur eins dazu sagen darf. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, um auch mehr Motivation da im politischen Bereich zu erzeugen, sozusagen die vorhandene Bescheidenheit der Fußgehenden überwindet. Also es ist ja so, dass, so wie Sie selber am Anfang auch gar nicht so richtig sagt, naja, was ist das jetzt eigentlich mit den Fußgehenden? Also die Fußgehenden nehmen sich selber sozusagen als InteressenträgerInnen nicht ernst. Und man hat sich daran gewöhnt, weil man ist ja auch so flexibel als fußgehender Mensch. Ich kann mich ja selbst durch kleine Ritzen und 80 Zentimeter Bürgersteige irgendwie noch durchquetschen, aber es ist eben nicht komfortabel und es hat ganz, ganz viele Nachteile und Sicherheitsrisiken. Und ich denke schon, wenn man bedenkt, dass letztlich alle 83 Millionen Menschen, die in Deutschland offiziell leben, offizielle Einwohnerzahl, irgendwann immer Fußgehende sind und sehr viele von ihnen auch in einem relevanten Umfang, dass auch die, sagen wir mal, eine gewisse Bewusstseinsarbeit in diesem Bereich und das deutlich machen, wie es anders sein könnte, gerade auch im Sinne von Vorteilen für diejenigen, die auf ihren Füßen unterwegs sind. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke da insbesondere auch an die sehr, sehr große Gruppe der älteren Menschen und noch weiter wachsende Gruppe, die auch wahltechnisch wahnsinnig relevant ist. Also das ist, Olaf Scholz hat seinen Wahlkampf mit einem Rentenversprechen gewonnen. Das war ganz eindeutig. Und ich denke auch an die leider wesentlich kleinere Gruppe der jungen Eltern mit kleinen Kindern, die diesen Raum vor ihrem Wohnort wirklich dringend brauchen, auch für die Entwicklung der Kinder und einfach um als Familie auch sich unaufwendig auch aufhalten zu können. Also ich glaube, da ist wirklich auch noch Luft und Musik drin. Jetzt bin ich auch mal ganz optimistisch, wo es vielleicht auch gut wäre, noch mehr zusammen zu machen vor Ort. Fahrrad und Fuß. Ich nehme da mal ein schönes Schlussstichwort für die Runde raus. Mehr Selbstbewusstsein und frage mal Frau Peters, können Sie, wollen Sie den ADFC da vielleicht auch noch selbstbewusster, politisch schlagkräftiger machen, damit es eben nicht nur über die kleinen Beispiele läuft oder auch über das Beispiel Nordrhein-Westfalens Fahrradgesetz, sondern damit Sie das wirklich auch mit mehr Druck dann doch nach Berlin tragen? Meine Wahl ist ja jetzt noch nicht so lange her und ich bin mit der Forderung oder mit meinem Wunsch angetreten, das Fahrradland Deutschland 2030 einzufordern. Das wurde uns versprochen. Und der ADFC und ich gehen da mit einem großen Selbstbewusstsein rein. Wir fordern das ein, wir wollen das haben und wir wollen das mitgestalten und wir sind da absolut bereit für. Und sehen Sie, Frau Thiele, zu viele Namen nach zwei Panels, sehen Sie jetzt nach dieser ganzen Zeit des Aufbruch Fahrrad und der verschiedenen Ratentscheide, die Sie ja auch mit beobachtet haben, jetzt sogar mit gestaltet haben, sehen Sie da auch mehr Selbstbewusstsein und sehen Sie da mehr zivilgesellschaftliches Engagement? Aber ja, doch, Selbstbewusstsein trifft es schon ganz gut.
Das sehe ich auf jeden Fall, ja. Und ich sehe da auch eine wachsende Anzahl von Menschen, die bereit ist, sich zu engagieren, eben auf einer kommunalen Ebene. Und da erfahren die Ratentscheide ganz viel Zulauf. Und was man in Bonn ja zum Beispiel auch sehen muss, also auch da ist so diese Phase der Unterschriftensammlung bereits lange abgeschlossen, dass wir die Unterschriften übergeben haben. Das ist jetzt mehr als ein Jahr her an die Stadt Bonn. Aber es kommen immer noch neue Menschen dazu, die sagen, ich möchte mich hier engagieren, ich möchte unterstützen, dass der Ratentscheid jetzt auch umgesetzt wird von der Stadt. Denn das ist ja die nächste Phase, die gar nicht weniger wichtig ist, sondern da wird es eigentlich erst ernst. Und da müssen wir zusammen mit der Stadt auch nach Lösungen suchen. Wie können wir hier Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Wege in Bonn gestalten? Und wir haben auch weitere Formate, wie beispielsweise die Kidical Mass, wo es die Möglichkeit gibt, sich für Interessierte auf allen möglichen Ebenen einzubringen. Also da sehe ich ganz viel Zulauf, Engagement und bin da auch sehr optimistisch für die Zukunft. Also viele Impulse, die gesetzt werden können jetzt, aber auch noch in den kommenden Jahren. Und ich habe hier ganz viel Aufbruch gespürt, dass das dann auch passiert und selbstbewusst wahrgenommen wird. Vielen Dank an die Runde, an Sonja Thiele von Radkom, an Rebecca Peters vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und natürlich an Frau Ruth Hammerbacher, Co-Vorständin von Fuß e.V. Vielen Dank auch noch einmal an die Stiftung Umwelt und Entwicklung in NRW für das Sponsoring heute Abend. Vielen Dank an die ganze Radkom, an das Team, an alle, die hier für die technische Umsetzung mit dabei waren. Danke an das Bürgerzentrum Ehrenfeld. Und ich möchte nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass es eine nächste Veranstaltung gibt zum Thema Mobilität am 22. März, auch wieder hier und oder digital. Schauen Sie immer mal auf die Website, da wird es dann sicherlich angeschrieben, wird Katja Diehl, die Autorin, hier sein, Mobilitätsexpertin. Und wir werden sicherlich noch viele verschiedene Momente haben, in denen wir zurückblicken können, was dann das Fahrrad- und Mobilitätsgesetz in Nordrhein-Westfalen gebracht hat. Und welche Impulse es wirklich gesetzt hat, das weiß man ja dann immer erst hinterher. Vielen Dank auch an das zweite Panel. Ja, danke an Sie da draußen, dass Sie dabei waren für diese 2 Stunden hier bei uns in Köln. Haben Sie noch einen schönen Abend.